the 28 weight. Oh, hi, grüß dich. Kennst du auch den Spruch? I have done my best. Ich habe das mein Bestes getan. Die Antwort darauf und die einzige richtige Antwort darauf: Get better, bitch. Ja? Werde gefälligst besser. Wenn du dein Bestes getan hast, ja, und es hat nicht ausgereicht, um die vereinbarten Ziele zu erreichen, dann musst du einfach besser werden als dein Bestes. Ganz einfach. Ja? Und das ist mal wieder so eine dieser wieder häufigen Ausreden, die ich immer wieder bekomme von Mitarbeitern, Zuarbeitern, Kunden, Coaches, egal wem, ja, Freelancern und so weiter, Studenten, was weiß ich alles, ja, die immer wieder sagen, I have done my best, ja, so what? Ja, wenn es nicht ausreichend war, musst du eben besser werden als dein Bestes. Denn wenn du immer nur sagst, I have done my best, dann wirst du dich nie weiterentwickeln, weil du immer sagst, okay, meine Benchmark ist das, was ich jetzt aktuell bis dahin kann ich und mehr geht nicht. Und bis dahin habe ich jetzt gemacht, I have done my best und that's it. Ja, geht halt nicht mehr. Ja, das steckt dann dahinter. Letztendlich ist es eine Ausrede, die Komfortzone durchzustoßen letztendlich und den nächsten Level zu erreichen, was dein Skillset betrifft. Hallo, okay? In diesem Sinne, bis dahin, euer Thomas Klein.